Bhagavad Gita, Vers 2.40. Bei diesem Bemühen gibt es keinen Verlust und kein Nachlassen, und schon ein wenig Fortschritt auf diesem Pfad kann einen Menschen vor der größten Gefahr bewahren. Erklärung: Aktivität im Krishna-Bewusstsein, das heißt für das Wohl Krishnas zu handeln, ohne Sinnenbefriedigung zu erwarten, ist die höchste transzendentale Tätigkeit. Schon eine kleine Bemühung in solcher Aktivität kann weder aufgehalten werden, noch auf irgendeiner Stufe jemals wieder verloren gehen. Jede Arbeit, die auf der materiellen Ebene begonnen wird, muss zu Ende geführt werden, denn sonst ist das ganze Unternehmen ein Fehlschlag. Aber jede Tätigkeit, die im Krishna-Bewusstsein angefangen wird, hat eine für immer andauernde Wirkung, selbst wenn sie nicht zu Ende geführt wird. Wer eine solche Arbeit verrichtet, verliert daher nichts dabei, selbst wenn sie unvollendet bleibt. Selbst wenn man nur 1% der Aktivität im Krishna-Bewusstsein ausführt, sind bleibende Ergebnisse die Folge, so dass man das nächste Mal bei 2% weitermachen kann, wohingegen es bei materiellen Aktivitäten ohne 100%igen Erfolg keinen Gewinn gibt. Ajamila führte seine Pflicht nur zu einem kleinen Teil im Krishna-Bewusstsein aus, aber das Ergebnis, an dem er sich durch die Gnade des Herrn am Ende erfreuen konnte, war ein 100%iger Erfolg. In diesem Zusammenhang findet man im Srimad Bhagavatam einen sehr schönen Vers. Wenn jemand es aufgibt, der Befriedigung seiner Sinne nachzujagen, im Krishna-Bewusstsein handelt und daraufhin wieder zurückfällt, weil er seine Arbeit nicht zu Ende geführt hat, verliert er nichts dabei. Wer jedoch nicht im Krishna-Bewusstsein handelt, kann nichts gewinnen, auch wenn er seine materiellen Aktivitäten in vollkommener Weise ausführt. Bhagavatam 1.5.17. Oder wie es die Christen ausdrücken: Was nützte es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber an seiner ewigen Seele Schaden nehme? Materielle Aktivitäten und ihre Ergebnisse enden mit dem Körper. Aktivitäten im Krishna-Bewusstsein jedoch führen einen Menschen, selbst nachdem er seinen gegenwärtigen Körper aufgegeben hat, wieder zum Krishna-Bewusstsein zurück. Zumindest ist es sicher, dass man in seinem nächsten Leben entweder in der Familie eines hochgebildeten Brahmana oder in einer reichen aristokratischen Familie wieder als Mensch geboren wird, wodurch man eine weitere Gelegenheit erhält, Fortschritte zu machen. Dies ist die einzigartige Eigenschaft der Arbeit, die im Krishna-Bewusstsein verrichtet wird.